Die Sache mit der Liebe. Alle reden darüber, aber kaum einer kennt die Fakten. Der Weltpodcast für Singles, Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern Anna Peinelt und Christian Thiel. Herzlich willkommen zurück zur Sache mit der Liebe, zum Jahr mit der Liebe, hoffentlich für alle, die heute einschalten und zuhören. Was wir heute besprechen wollen, ist die ganz große Frage, wie bekomme ich ihn oder sie dazu, sich in mich zu verlieben? Oder man könnte das auch auf alle Paare ausweiten, das zu tun, was ich will. Oder bestimmte Gefühle für mich zu hegen. Erstmal herzlich willkommen, Christian, im neuen Jahr. Ja, Anna. Schön, dass du natürlich da bist. Kurz mal, bist du gut reingekommen ins neue Jahr? Ja. In alter Frische sozusagen. Sehr gut. Gut auch, was die Liebe angeht, zuversichtlich. Ja, natürlich, aber hallo. Super. Ja. Also als Paarberater darf man sich ja eigentlich keine Ehekrisen erlauben. Oder man schafft es, sie halbwegs schnell über die Bühne zu bekommen. Ja, und ist dann ein gutes Vorbild. Das geht auch, ne? Ja. Ja, doch. Ich bin auch zufrieden, privat, beruflich, mit der Liebe. Sehr, sehr. Wir haben ja auch eine tolle Zuschrift bekommen, ne? Die du gerne vorlesen wolltest. Die ich gerne vorlesen möchte, weil es geht ja um die Frage, ne, wie suchen wir die Liebe, wie finden wir die Liebe, kann man jemanden für sich einnehmen. Wir haben eine sehr schöne Zuschrift bekommen von Veronika und ich lese sie mal vor. Mhm. Liebe Anna, lieber Christian, in meiner letzten Single-Zeit vor 2 Jahren bin ich auf euren Podcast gestoßen. Kurz darauf habe ich meinen Mann kennengelernt und auch dank euch und euren wertvollen Tipps führen wir eine ganz wundervolle Beziehung und sind Eltern geworden. Wie ein Beziehungsversuch fühlt es sich nicht an und mit unserem Tempo, was Meilensteine angeht, werdet ihr sicher nicht ganz einverstanden. Aber ich bin weiterhin treue Hörerin und freue mich jeden Montag auf eure Stimmen. Vielen Dank für alles und herzlichen Glückwunsch zu 3 Jahren Podcast von Veronika. Vielen Dank, liebe Veronika. Das ist sehr, sehr schön. Und wir bekommen ja viele Zuschriften dieser Art. Und natürlich sind wir nicht verantwortlich dafür, dass ihr jetzt glücklich seid in der Liebe. Das habt ihr ja selbst gemacht. Aber es ist schön zu wissen, dass alleine nur durch das Hören unserer Inspiration und Inputs sowas Schönes doch entsteht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, zurück zum Thema, was ich schon eingeleitet habe. Also, wir wurden, Christian und ich, wurden neben anderen Experten in einem Weltartikel gefragt, wie kann ich ihn oder sie in mich verliebt machen? Und das ist eine ganz, ganz spannende Frage, denn dieses, wie bringe ich ihn dazu, sich in mich zu verlieben? Oder wie bringe ich ihn dazu, mich zu vermissen? Wie mache ich ihn verrückt nach mir? Das jetzt mal aus Sicht einer Frau alles gesagt. Ja, wie mache ich ihn eifersüchtig? All das sind ja super oft gesuchte oder gestellte Fragen, auch in den großen Suchmaschinen, wenn es um Liebe und Partnerschaft geht. Und auch da haben wir unabhängig voneinander sehr ähnlich geantwortet, aber ich habe gesagt, das ist einfach schlicht und weg die falsche Frage für eine dauerhaft erfüllte Beziehung. Ja, denn sie impliziert, dass ich den Falschen, weil dieser Mensch, der mich eigentlich gar nicht will, ist per se der Falsche, dazu bringen will, mich zu wollen. Deshalb die große Frage, wenn du als Frau jetzt hier aufgrund des Titels gedacht hast, wow, cool, das interessiert mich, das will ich wissen. Und das ist jetzt überhaupt kein Bashing, weil auch ich habe mich tatsächlich so eine Frage schon mal gestellt. Wenn du dir diese Frage also schon mal gestellt hast, warum willst du, dass Männer dich wollen, die dich nicht wollen? Warum wählst du Männer, die dich nicht wählen? Also eigentlich suchst du ja nur nach manipulativen Strategien, anders kann man das leider nicht nennen, weil du dich nicht gut genug für den Richtigen fühlst, der dir mit aufrichtigem Interesse begegnet und der sich auch ein bisschen um dich bemüht. Wie siehst du das, Christian? Anna, du hast das so wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich bin ja bei dieser Frage auch immer ganz irritiert. Ich wusste nicht, dass du auch gefragt wurdest. Die haben mir da ein paar Fragen geschickt. Ich habe gesagt, Leute, falsche Fragestellung. Es ist nicht unsere Aufgabe, irgendjemanden von uns zu überzeugen. Dazu muss man vielleicht auch sich klar machen, wo diese Entscheidung gefällt wird. Die Entscheidung, will ich jemanden oder nicht, wird in unserem Gefühlsleben gefällt. Das Gefühlsleben hat seinen Sitz hier oben unterm Großhirn, ja, da wo das limbische System sitzt. Und das sagt eben ja oder das sagt nein.
Und wenn das Nein sagt, dann hat das nichts, aber auch wirklich gar nichts mit dem Gegenüber zu tun, sondern nur damit, dass der nicht passt oder dass die nicht passt. Ich habe das Problem ja eher mit Männern, dass die glauben, sie müssen eine Frau von sich überzeugen und dass ich da sehr irritiert bin. Nein, ihr müsst niemanden von euch überzeugen. Ihr müsst jemanden finden, der so, wie er ist, zu euch passt und ja, das Gegenüber muss der gleichen Auffassung sein. Und mehr geht es nicht. Und mehr geht es bei der ganzen Partnersuche nicht. Kein Manipulieren, kein, ach, dieser oder jener muss es sein, sondern wenn jemand nicht will, dann wird er dafür gute Gründe haben. Diese Gründe weiß er vielleicht nicht mal, aber die Entscheidung für Ja oder Nein ist in seinem Gefühlsleben getroffen worden und es gilt, diese Entscheidung schlicht und ergreifend zu respektieren. Punkt. Werbung. Der Porsche Carrera Cup 2023. Eine grandiose Saison. Danke an die Fahrer, Teams und alle Zuschauer. Auf viele spannende Rennen im kommenden Jahr. Werbung Ende. Ja. Super. Ja. Und als Ergänzung dazu noch, ja, wer passt zu mir? Sehr wichtig. Und gleichzeitig aber auch ein Vorsatz, den du fürs nächste Jahr vielleicht jetzt oder für dieses Jahr dann auch mitnehmen darfst, für eine erfüllte Partnerschaft, ich sage das immer ganz bewusst, ist auch ein gesunder Selbstwert Voraussetzung. Und diese Frage drückt das für mich eben nicht aus. Also ich meine mit gesundem Selbstwert, dass du weißt, wer du bist, dass du wertvoll bist, ohne ständig was tun zu müssen, um jemanden von dir zu überzeugen oder dich zurückzustellen, weil du denkst, nur dann geliebt zu werden. Dass du also deinen Wert siehst, dass du den nicht an eine Beziehung oder an das Verhalten eines Mannes koppelst. Und dann aber auch das Selbstvertrauen, dass du weißt, ich kann mich selber halten, ich kann auch für mich sorgen, ich werde das hinbekommen, selbst wenn ich mal enttäuscht werde. Denn tatsächlich werden wir in der Liebe auch in den schönsten Beziehungen ab und an einfach mal enttäuscht, sei es nur wegen der Kleinigkeit. Und Selbstvertrauen bedeutet auch, ich weiß, ob ich mich gut bei jemandem fühle und ob meine Bedürfnisse erfüllt sind. Und ich weiß überhaupt, welche Bedürfnisse ich habe, damit ich die beispielsweise auch wirksam zum Ausdruck bringen kann. Also das sind auch neben dem passenden Allgemeinen zwei sehr, sehr wichtige Komponenten, Selbstwert und Selbstvertrauen, die ich an der Stelle ins Spiel bringen möchte. Also wer passt zu mir ansetzen möchte, kann gerne sich auf meinen Seiten mal umschauen, singleberater.de, da gibt es die Terminseite, denn im Januar jetzt startet wieder der Kurs, wer passt zu mir, der Online-Kurs, den ich anbiete. Das ist eine große Hilfe für viele, ist mittlerweile auch ein recht großer Kurs geworden und zum Jahresanfang starten halt viele ihre Partnersuche. Dieser Frage einfach mal nachzugehen, was heißt passen, und da passen auch viele Dinge dazu, die du jetzt gerade genannt hast. Jeder von uns ist ein sehr spezieller Mensch in seiner Art. Ja, jede Frau, jeder Mann. Wir sind alle Unikate. Äußerlich sowieso auch schon mal, aber auch innerlich vom Charakter her. Niemand, der da draußen rumläuft, ist so wie wir. Und deshalb ist das mit dem Passen so eine Sache. Das ist nicht selbstverständlich, dass ein Mensch überhaupt zu uns passt. Und was heißt das mit dem Passen? Worauf muss ich achten? Das sind ganz, ganz wichtige Fragen. Und das sind die eigentlichen Fragen in meinen Augen bei der Partnersuche. Auch diese Dinge, die du genannt hast mit diesem, ja, was sind denn meine Wünsche und Bedürfnisse in einer Beziehung? In der Regel werden wir im Laufe der Zeit da etwas reifer und klüger. Deshalb sagt man ja auch, naja, die richtig kluge Partnerwahl gelingt heute vielen erst jenseits der 30 und vorher nicht so, weil sie zu sehr auf Anpassung setzen. Anpassung, Anpassung, Anpassung muss meine Beziehung am Laufen halten. Das ist sehr anstrengend. Und dazu zu stehen, dass jeder von uns, ja, so wie er ist, eben nicht nochmal da draußen rumläuft und sehr seine Eigenheiten hat, das halte ich für sehr, sehr wichtig, wenn man eine langjährig stabile Partnerschaft haben will. Ja, deshalb ist mir dieses Thema so wichtig. Ja. Also, wer passt zu mir, das zu klären und zu gucken, nicht ich muss irgendjemandem da draußen in irgendeiner Form gefallen, das muss niemand von uns. Ich habe noch eine super Frage, die ich tatsächlich auch als Antwort auf die Frage, wie kann ich Ihnen mich verliebt machen, gerne geben würde. Nämlich die Frage, wie kann ich mich in mich verliebt machen? Ja, und das ist tatsächlich Kern meiner Arbeit und das ist das, wofür ich brenne und wobei ich meinen Klientinnen auch so, so gerne helfe.
Und hier habe ich mir, um auch ein Angebot zu machen für das nächste Jahr, dass möglichst viele Frauen auch genau das sich ermöglichen können, überlegt, mein Coaching-Programm Gold nochmal neu aufzulegen als Online-Kurs, sodass du dann wirklich auch in deinem eigenen Tempo so durcharbeiten kannst und so umsetzen, wie du das möchtest. Und gleichzeitig habe ich alles so aufbereitet, dass du auch immer verstehst und weißt, was jetzt gerade zu tun ist. Also wenn du das und noch viel mehr, was wir hier heute besprochen haben, gerne für dich erreichen möchtest, dann schau gerne auch mal auf meiner Homepage, da findest du alle weiteren Infos. Ein ganz großer Tipp für alle Frauen, egal ob in Beziehung oder auf Partnersuche, jetzt zu Jahresbeginn, denn Selbstwert und Selbstvertrauen sind essentielle Fähigkeiten für erfolgreiche Partnersuche und auch erfüllte Beziehungen. Das kann einem keiner mehr nehmen und das zum Thema Selbstvertrauen noch ein ganz wichtiger Punkt, bevor wir weitergehen, worüber du auch gerne mal nachdenken kannst, ist, wer sich selbst und seinem Bauchgefühl nicht vertraut, kann auch tatsächlich anderen nicht vertrauen, beziehungsweise nicht so, wie es eine Beziehung braucht. Und das ist wirklich Grundlage für erfüllte Beziehungen. Und da dürfen wir immer wieder bei uns selbst anfangen. Ich würde sagen, die Frage, die haben wir jetzt eigentlich ausführlich beantwortet, oder? Von uns kommt da jetzt so, wer jetzt eingeschaltet hat, um die Strategie zu erfahren, wie bekomme ich Person XY jetzt endlich von mir überzeugt, ist vielleicht enttäuscht, hat aber viel besseres Know-how jetzt bekommen. Oh nein, ich wollte da schon noch einen Tipp zu geben. Ja. Ich habe nämlich so einen Blog, der heißt Herzenssache 365 und da bekomme ich regelmäßig Tipps von einer Afrikanerin, die schickt mir immer Mails und schreibt, dass Doktor sowieso mit einem Pillerchen ihr geholfen hat, den Mann fürs Leben zu finden. Ich nehme oder an, Hypnose. Im Zweifelsfall. Im Zweifelsfall wird es sich um irgendeinen Nashornextrakt handeln oder so. Feenstaub. Ja. Es ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber ich halte es für ausgesprochen makaber, was da für ein unglaubliches Geschäft mitgemacht wird. Es ist auch ein Geschäft. Es wird tatsächlich vieles verkauft an Dingen, die dafür sorgen sollen, dass irgendjemand in Liebe entflammt. Das ist ja auch die Mythologie, zeigt uns das ja auch, ne? Dass man das angeblich hinbekommen kann. Nein, ich sehe das nicht. Und wir raten dazu, sich selbst zu prüfen, in sich selbst hineinzuschauen, sich mit der Liebe zu beschäftigen. Das ist unsere Strategie und das haben wir heute auch wieder so gemacht bei diesem Thema. Ergibt es überhaupt einen Sinn, jemanden in sich verliebt zu machen? Ja. Und gleichzeitig wirklich an der Stelle nochmal, wer sich jetzt ertappt fühlt. Also ich war an dem Punkt auch schon, wo ich dachte, ich will den aber unbedingt und warum will der mich nicht und jetzt muss ich das doch irgendwie hinbekommen, ja? Oder der müsste jetzt eifersüchtig sein oder sonst was. Aber das ist einfach, jetzt rückblickend weiß ich, die Frage habe ich mir nur gestellt, weil bestimmte andere Dinge einfach nicht da waren. Und ich bin heilfroh, dass ich kein Pülverchen zur Hand hatte und mich letztendlich so weiterentwickelt und für jemanden entschieden habe, mit dem ich wirklich erfüllte Liebe leben kann. Ja. Werbung. Peinlich gibt's nicht. Schnelle Helfer. Ein Podcast von Welt mit Wissenschaftsredakteurin Clara Ott. Herzlich willkommen zu Peinlich gibt's nicht, schnelle Helfer. Einmal wöchentlich widme ich mich in einer guten Viertelstunde den konkreten Fragen von euch, meinen Hörerinnen und Hörern. Zum Beispiel, wie gelingt gesunder Analsex? Was passiert, wenn ich meine Unterhose nicht täglich wechsle? Was hilft gegen Herpes? Und wie spreche ich mit meinen Kumpels über Potenzprobleme? Gemeinsam mit Experten, Ärzten und Psychologen werde ich für euch Antworten auf die Fragen finden, die viele nicht zu fragen wagen. In der neuen Rubrik Einfach mal die Hose runterlassen frage ich meine Gäste nach peinlichen Erlebnissen und wie sie dabei ihr Schamgefühl überwunden haben. Meine Mission lautet, euch zu helfen, die Peinlichkeit zu umarmen, weil Schweigen oft schlimmer ist als Scham. Und ey, peinliche Fragen, die gibt's doch gar nicht. Schreibt sie mir und wir werden Antworten finden. Gerne an wissen@welt.de. Ich freue mich. Peinlich gibt's nicht. Schnelle Helfer. Ein Podcast von Welt. Werbung Ende.
Wir haben auf unsere Online-Angebote ja hingewiesen. Das sind Bezahlangebote, aber ich dachte, ich muss auch mal wieder mir irgendwas ausdenken, was gratis ist. Ich meine, dieser Podcast ist ja ohnehin immer gratis und kommt unentgeltlich ins Haus. Den könnt ihr quasi abonnieren und habt jetzt hiermit ein Jahresabo von uns geschenkt an dieser bekommen. Stelle. Aber ich hatte so wunderschöne Videos gesehen von einem Schweizer Kollegen, dem Peter Michalik, und dachte, Mensch, daraus müsste man mal mehr machen. Und das sind so Videos im TikTok-Format, wirklich ganz, ganz kurz, 20, 30 Sekunden, aber der bringt da tollste Sachen auf den Punkt. Und habe jetzt also einen Schnellkurs in Sachen Liebe, Sex und Partnerschaft entwickelt, zusammen mit ihm. Es sind seine Videos und seine Texte, aber die laufen über meine Seiten, also auch über den Blog Herzenssache 365 und über die Seiten die-partnerschaftsberater.de. Also wer mal einen 14-tägigen Schnellkurs in Sachen Liebe braucht und ist auch wirklich amüsant, finde ich, der kann sich gerne da eintragen und kriegt dann jeden Tag eine Mail und jeden Tag ein Video, um sich jeden Tag kurz zumindestens, kurz mit der Liebe auseinanderzusetzen und dem, was nach unserer Erfahrung eben aus der Beratung, aus auch vielen, vielen Jahren der Arbeit in der Beratung, in der Liebe wirklich zählt, damit sie auch dauerhaft hält. Schöne Idee. Und was ich zum Thema Vorsatz, das wir ja auch so ganz kurz angeschnitten haben, noch mitgeben möchte für das kommende Jahr, für das frisch angebrochene Jahr heute, ist wirklich, ja, Informationen, auch dieser Podcast hier ist ganz, ganz wichtig. Noch wichtiger ist tatsächlich aber, in die Umsetzung zu kommen. Und deswegen überfordert euch auch nicht, ja, weil so ist das ja auch mal mit Vorsätzen. Wir denken, und das müssen wir jetzt alles, gerade auch für Paare, eine Vision zu haben, ist ganz, ganz wichtig. Aber lieber ein paar Dinge ausfindig machen, oh, hier hakt's, und dann aber wirklich nicht nur das benennen, sondern auch gucken, wie gehen wir jetzt in die Umsetzung und konkret was zu ändern, und dann lieber wenig erstmal, und dann wird das nämlich auch sowieso, dann machen wir die Erfahrung von Wirksamkeit, dann kommt da immer mehr dazu, als das dann wieder ins Leere laufen zu lassen, und das führt dann tatsächlich eher zu Frust. Und Identitäten bilden wir, neue Identitäten, auch neue Liebesidentitäten bilden wir durchs Umsetzen. Und hier, das ist mein ganz, ganz großer Tipp. Also wenn du jetzt in irgendeiner Form inspiriert bist, im neuen Jahr irgendetwas umzusetzen, dann überleg dir, was ist das Wichtigste, und tu es und lass es nicht beim sich informieren oder drüber reden, denn dann kommen wir weiter. Ja, wichtiger Punkt, den ich immer wieder gerne in Verbindung mit Vorsätzen auch bringe. Anna, das war's, glaube ich, für heute mal wieder. Ja. Weiterhin gerne Zuschriften für uns an Liebesbriefe. Liebesbriefe, ja, genau. Die Redaktion. Ja. liebe@welt.de. Und beim nächsten Mal, da sind wir bei welchem Thema? Hier steht irgendwas mit Trennung. Oh, ich habe tatsächlich mir aufgeschrieben, dass wir beim nächsten Mal darüber sprechen wollen. Ja, geht schon in Richtung Trennung. Aber die Frage, wie lange soll man eigentlich Single sein? Ja, Trauern nach der Trennung steht bei mir hier. Also wie lange soll man Single sein? Mhm. Haben wir noch nie drüber gesprochen? Spannend. Ja, interessant, dass es in der Liebe immer noch Themen gibt, die wir nicht besprochen haben. Ja, cool. Ja. Und mal gucken, ob das so eine ganz schnelle Folge wird, wo wir einfach sagen 33 Tage, oder was dann so dabei rauskommt. Alles klar. Gut, dann. Wir freuen uns auf euch und ja, habt einen wunderbaren Start in ein ganz fantastisches 2024. Alles Liebe. Bis dahin.